Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Arminia Bielefeld Karriere. Ja, und heute beginnen wir mit dem Spiel gegen den SC Freiburg. Ja, 22. Spieltag in der Bundesliga. Die ersten vier Spiele in der Rückrunde konnten wir alle gewinnen. In dieser Folge stehen auch wieder vier Spiele an. Und ja, wir werden natürlich versuchen, auch wieder hier alle Spiele zu gewinnen. Das wäre schon krass, wenn wir da einfach in die Rückrunde mit 8 Siegen starten. Da hätten wir einfach die Hälfte der Hinrundenspiele einfach am Stück schon gewonnen. Das wäre echt krass, wenn wir das diese Folge schaffen könnten. Und die Gegner sind doch echt alle machbar, muss man sagen. Also das ist schon gut möglich. Und die erste Chance hier in diesem Spiel gehört gleich mal uns, Christians. Zieht in die Mitte, nochmal rüber auf Krüger, aber der Pass kommt leider nicht an. Boah, das wäre verdammt gefährlich geworden für die Freiburger, wenn der Pass auf Krüger ankommt. Und jetzt macht das hier Florentino fast gut, aber hat leider nicht den Ball. So, jetzt hier die nächste Chance für uns, wieder mit Christians. Der auf Serra, der nochmal rüber, oh, und dann ist da wirklich Krüger einen Schritt zu spät. Oh, wenn er den Ball hat, dann ist das hier die nächste richtig gute Chance aufs 1-0. Aber ja, Krüger wirklich zweimal fast hier mit dem Tor. Jetzt hier aufpassen, die Freiburger. Kommt der Ball nach links, Pass in die Mitte, oh, und dann ist da zum Glück Ortega. Das wäre jetzt auch wieder so typisch gewesen, dass wir hier die meisten Chancen haben und dann die Freiburger hier mit der ersten das Tor machen. Aber ja, zum Glück noch nicht passiert. Jetzt hier die Freiburger nochmal, nochmal raus auf den Flügel, aber dann haben wir den Ball. So, gibt jetzt kurz vor der Pause nochmal eine Ecke für die Freiburger. Ball kommt vor den Strafraum fast schon, oh, und dann muss Christians eigentlich irgendwie haben den Ball, damit er dann den Konter einleiten kann. Jetzt steht da einer auf links, vollkommen frei von den Freiburgern, aber wir können die hier noch daran hindern, den Ball in die Mitte zu bringen. Jetzt kommt der Ball aber und dann wird der Ball geblockt, aber Ortega hat den. Und ja, jetzt geht es hier mit dem 0:0 in die Pause. Bis jetzt, ja, Chancen eigentlich so auf beiden Seiten, muss man sagen, aber jetzt vor allem bei uns fehlt noch so ein bisschen, ja gut, wir hatten keinen einzigen Schuss, bei uns fehlt halt noch so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, die Zielstrebigkeit und ein bisschen die Genauigkeit in den Aktionen. Die Freiburger auch keine so guten Chancen, nur 1,6 erwartete Tore bei 5 Schüssen, sind so 0,3 Tore pro Schuss, also das ist jetzt auch noch nicht so gut. Und ja, mal schauen, wie das jetzt hier im zweiten Durchgang weitergeht und ob hier noch wer die den entscheidenden Treffer macht. Gibt jetzt eine Ecke für die Freiburger nach, ja, knapp 73 Minuten. Ball kommt rein, Kopfball, aufpassen. Boah, also das hätte gefährlich werden können, aber zum Glück ist Ortega da. Ja, jetzt sind wir hier schon ziemlich spät im Spiel und es steht immer noch 0-0, aber ja, gerade sage ich, kommen wir jetzt nach vorne, aber Barkok legt sich den Ball dann zu weit vor. Und das gibt's nicht. Da machen die Freiburger so ein Tor. Das ist schon wieder so typisch KI. Das kann es doch nicht sein, dass so einer jetzt natürlich reingeht bei den Freiburgern. Da schießt der von, ja, von da hat der geschossen. Das war, ja, gefühlt war das näher an der Mittellinie als am Strafraum dran. Und, ja, oder besser gesagt am Tor dran. Und da geht der natürlich genau ins Kreuzeck und ich weiß nicht mehr, wer das ist, Zampedri mit dem 1-0 kurz vor Schluss. Also, dass so ein Tor jetzt reingeht, Mann, ey, das ist doch wirklich nicht zu fassen. Jetzt kommen ja die Freiburger kurz vor Schluss nochmal rübergelegt und dann ist der Ball nur am Außennetz. Jetzt ist das Spiel auch vorbei. Boah, ey, das ist doch wirklich echt nicht mehr lustig mit der KI. Also ganz ehrlich, so ein Schuss, dass der dann reingeht. Ja, muss sagen, die Freiburger natürlich hier mit 10:0 Schuss, weil wir einfach nicht durchgekommen sind. Und bei uns hat einfach immer die, ja, die Präzision gefehlt. Und natürlich hätte ich schießen können, so wie die KI jetzt kurz vor Schluss ist, ans Außennetz zielen können. Aber super, da hätten wir einen Schuss gehabt. Das hätte dann aber auch nicht viel gebracht. So, ich muss natürlich auch erst dann schießen, wenn ich natürlich auch eine Chance habe, ein Tor zu machen und nicht aus irgendwelchen Lagen, so wie die KI. Deswegen, ja, 0 Schüsse und es war jetzt nicht so dramatisch, wie das 10:0 Schüssen es sagt. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Bremen. Ja, die sind 16er, deswegen werden wir da jetzt ein bisschen mehr rotieren. Stanisic, Ramos, Keitel und Müller kommen ins Team und auch Capino. Der darf auch spielen und es wird ein 2:2. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel
rotiert. Wir waren sogar in Überzahl. Boah. Also wir haben natürlich dann nach Überzahl theoretisch 2-1 gewonnen, aber wir haben halt davor schon ein Gegentor kassiert. Boah, Mann, das war jetzt natürlich bitter. Das waren ja schon zwei unnötige Punktverluste in dieser Folge. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Köln. Das vorletzte Spiel für diese Folge. Danach geht es noch gegen Schalke. Auch hier werden wir wieder ein bisschen rotieren zumindest. Van der Horn, Ciborra, Kunze und Lassme kommen rein. Da ist jetzt mal die Rotation nicht ganz so krass wie beim Spiel gegen Bremen. Und es reicht für einen Sieg. 3-2 gewonnen. Krüger mit einem Doppelpack und Christians Treffen. So, mittlerweile habe ich auch zwei Spieler verkauft. Nilsson und Prietl werden uns zu Beginn der nächsten Saison verlassen. Die wollen wir sowieso abgeben. Und die habe ich jetzt schon mal verkauft, weil nämlich deren Vertrag am Ende der nächsten Saison ausläuft. Und deswegen würden die uns jetzt noch mehr Geld bringen. Die sind beide für knapp über Marktwert gewechselt. Und wenn der Vertrag am Saisonende ausläuft, plus auf Transferliste setzen, dann würden wir am Anfang der nächsten Saison deutlich weniger für die bekommen. Deswegen habe ich die jetzt schon mal auf die Transferliste getan. Und ich habe auch noch ein paar weitere schon auf der Transferliste drauf. Und zwar, niemand wird gehen, weil Schulz kommt von der Leihe zurück. Deswegen dann brauchen wir wirklich keinen weiteren Zehner mehr. Vor allem, da wir ja nächstes Jahr international spielen, werden wir ein bisschen mehr rotieren. Dann Schulz ist natürlich noch auf der Transferliste und Capino auch noch. Da werden wir einen aus der Jugend hochziehen, der dann unser neuer Ersatztorwart wird. Und für den werden wir halt auch noch Geld mitnehmen, weil der ist auch 4 Millionen wert. Das bringt uns noch ein bisschen was. Und zusammen bringt die auch nochmal so 5 Millionen ungefähr. Plus hat das Geld, was wir von den anderen Verkäufen bekommen haben, sind das schon so, ja, schon so 10, 12 Millionen, die was wir nochmal bekommen nächste Saison. So, und jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Schalke. Ja, das Spiel werden wir jetzt dann selbst spielen. Und ja, man sieht schon an der Tabelle, trotz der 2 Punktverluste, die was wir diese Folge hatten, sind wir immer noch Vierter in der Tabelle, haben sogar 2 Punkte Abstand auf Union und die sind sogar einen Platz, haben ein Spiel mehr als wir. Und ja, mit einem Sieg könnten wir Dritter werden und Dortmund überholen und wären dann 3 Punkte vom Tabellenführer Leipzig weg. Also ja, das ist Wahnsinn, dass wir in der zweiten Saison mit Bielefeld tatsächlich Chancen haben, Meister zu werden. Und wenn man sich mal überlegt, wenn wir gegen Freiburg nicht verloren hätten und wenn wir gegen Bremen gewonnen hätten, wären das 5 Punkte, die wir jetzt mehr hätten und mit einem Sieg könnten wir jetzt Tabellenführer werden. Also wenn wir heute nicht so uns blöd angestellt hätten bei den 2 Spielen, wären wir jetzt, also ja, hätten wir jetzt 49 Punkte und die Chance, Tabellenführer zu werden. Aber ja, Platz 3 oder einen Champions League Platz generell nehme ich in der zweiten Saison auch noch mit. Und ja, ich glaube, wir werden ein bisschen rotieren gegen die Schalker. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, mit wem spiele ich denn überhaupt oder rotiere ich überhaupt? Ja, wir bringen Hack mal rein für Barco. Der hat diese Folge, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Und ja, ich glaube erstmal, das reicht. Hack ist der einzige Wechsel und damit geht's jetzt rein gegen Schalke. Und da sind wir auch schon in der Weltdienstarena in Schalke oder auf Schalke besser gesagt. Und ja, 25. Spieltag, danach sind es noch 9 Spiele, die wir machen müssen. Und wir wären auf Platz 3, wenn wir das hier gewinnen. Also es sieht richtig, richtig gut aus in Sachen internationales Geschäft. Und ja, jetzt mal schauen, wie das hier läuft gegen Schalke. Jetzt hier die erste Chance für uns. Passt durch auf Christiansen, der kommt nicht ran, der springt da am Ball vorbei oder schlägt drüber. Oh Mann, Mann, Mann. Also wenn der da rankommt, dann ist das vielleicht das 1-0. Und jetzt die Schalker hier mit dem 1-0. Ja, da kombinieren sie sich durch. Da dachte ich eigentlich, dass wir den Ball irgendwie abfangen könnten, aber der Ball kommt durch. Da einmal müssen wir fast schon den Ball holen und dann, ja, ist da auch wieder Pieper nicht ganz bei dem Mann mit der Nummer 11, wobei ich glaube, da sollte eigentlich eher der andere Verteidiger stehen. Ich glaube, da sollte eher Nilsson stehen und ja, der ist halt eben nicht dran und somit jetzt 1-0 für Schalke. Also diese Folge läuft irgendwie nicht so beim Selbstspielen. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance für uns, Christians, und da stehen die auch so dicht da hinten, aber Krüger kommt durch und Krüger macht das 1-1. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da überhaupt durchkommen, weil die wirklich so dicht da im Strafraum standen. Da ist immerhin 5 Mann, alle auf einer Linie. Und ja, der Ball kommt da durch, Serra lässt auch schön durch auf Krüger und der macht dann hier den Ausgleich. 6 Minuten nach der Führung, jetzt wieder alles offen.
Jetzt kommen die Schalker hier wieder, aber Ortega macht das dann gut. Und jetzt mal schauen, können wir hier den schnellen Konter ziehen. Hack auf Krüger, der legt nochmal ab auf Pritel. Der durch zu Serra, oh, der kommt sogar fast an, der Ball. Mann, 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 das wäre jetzt wirklich auch wieder eine gute Chance. Aber uns fehlt einfach irgendwie nach vorne immer die Präzision. Jetzt die nächste Chance. Serra legt ab auf Christian. So, und der holt da zumindest nochmal eine Ecke raus. Da hat er sich den Ball auch ein bisschen zu weit vorgelegt. Jetzt der Kopfball aber geblockt. Aber wir bleiben hier im Ballbesitz. Florentino holt da zumindest einen Einwurf raus. Den Pass kann aber schon mal ankommen. Jetzt aber wieder Christians. Flanke in die Mitte auf Krüger. Der Winkel ist spitz, aber gibt zumindest eine Ecke. Jetzt die Ecke kommt rein. Christians, der ist nicht so schlecht, aber dann ein Ticken zu kurz für Serra. So, jetzt hier die nächste Chance. Mit Bakker, der probiert es einfach mal. Da wollte es jetzt machen wie die KI, aber ja, dann leider geblockt. Und jetzt ist Pause. Ja, damit geht es mit dem 1 zu 1 in die Halbzeitpause. Bis jetzt ein sehr ausgeglichenes Spiel, auch von den Schüssen und den erwarteten Toren her. Und ja, jetzt rein in Durchgang 2. Mal schauen, ob hier ein Team die Führung machen kann. So, jetzt wir hier auf dem Weg nach vorne. Florentino auf Krüger, dessen Schuss wird dann leider geblockt. So, jetzt Florentino gut im Zweikampf da, kann dann den Ball für uns behaupten. Jetzt die nächste Chance. Christians, der sucht wieder Krüger, aber der Pass kommt leider nicht an. So, jetzt Krüger. Hier, Krüger legt durch auf Serra und der nicht mit dem Tor. Krüger nochmal per Kopf, aber der geht leider am Tor vorbei. Oh Mann, also jetzt in der zweiten Halbzeit wir schon etwas besser und deutlich aktiver vom Tor. Jetzt müssen wir hier nur noch ein Tor machen und uns für unseren Aufwand belohnen. Jawohl, der Ball schön zu Serra geköpft, aber der verliert dann den Ball. Oh, Krüger holt sich da schön den Ball vom Verteidiger, spielt dann in die Mitte auf Serra, der trifft nicht, aber Christian staubt dann ab zum 2 zu 1. Kein Abseits, das Tor zählt, 69. Minute. Da haben wir dann richtig, richtig Glück gehabt, muss man sagen. Und ja, also hier der Schuss erst noch geblockt und dann der Fährmann keine Chance mehr, der liegt da am Boden und Christians muss nur noch einschieben. Ja, damit sind wir jetzt hier 2-1 vorne und ja, man muss sagen, verdient. Also in der zweiten Halbzeit wir deutlich besser. Die Führung geht hier in Ordnung und wir wollen das jetzt natürlich nicht beim 2-1 belassen. Wir wollen hier natürlich auf Nummer sicher gehen und noch ein Tor machen. Jetzt macht das Serra da stark gegen die Verteidigung. Serra legt nochmal ab. Christians auch nochmal rüber auf Florentino, dessen erster Schuss wird geblockt. Der kommt jetzt nochmal ran, oh, aber dessen Pass kommt dann nicht an. Oh Mann, 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 da hätten wir jetzt eigentlich das zweite Tor in der zweiten Halbzeit machen sollen, also das 3-1. Und die Schalker jetzt wirklich in der letzten Sekunde mit dem Ausgleich. Das gibt es doch nicht. Die Nachspielzeit war eigentlich schon vorbei, weil der Ball war fast im Mittelfeld vom Spiel. Da kann man schon mal abpfeifen, aber der lässt den Pass nach vorne natürlich noch spielen und ja. Der war wirklich, ja, gut. Es war eigentlich auch schon bisschen vielleicht noch vor Ende der Nachspielzeit, aber ja, und dann der mit der 2 kann den Ball auch nicht abfangen, Pieper. Oh, das war bitter. Und ja, jetzt ist das Spiel aus. Damit geht das hier 2 zu 2 aus. Bülter mit einem Doppelpack. Ja, beide Tore waren vermeidbar. Wir waren dann ja das bessere Team, aber konnten uns einfach nicht dafür belohnen, hatten auch die klar besseren Chancen. Hatten drei Schüsse mehr, aber doch deutlich mehr erwartete Tore. Und ja, also das waren wirklich alle drei Punktverluste in dieser Folge waren so vermeidbar. Also ja, wir bleiben jetzt auf Platz 4 und wer weiß, ob das uns am Ende nicht kostet. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Wolfsburg. Das Spiel werde ich jetzt auch noch in dieser Folge simulieren, denn in der nächsten Folge spielen wir dann gegen Leipzig und auch gegen Union, weil die Unioner, habe ich gesehen, die sind ja jetzt mittlerweile auch hier oben. Ja, das sind fünf, da nur ein Platz hinter uns. Deswegen müssen wir das Spiel in der nächsten Folge auch auf jeden Fall selbst spielen und werden jetzt das Spiel gegen Wolfsburg simulieren in der Schnellsimulation. Und es wird nur ein 1 zu 1 mit der ersten Elf. Ah, also diese Folge lief echt nicht gut für uns.
So, und jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Leipzig. Hier werden wir jetzt dann auch die Folge beenden. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge, das wird vermutlich nur eine etwas kürzere Folge werden, weil wir werden bloß das Leipzig-Spiel und das Unionsspiel spielen und dann natürlich gegen Stuttgart simulieren. Und in der Folge darauf will ich Bayern und Dortmund schon beide selbst spielen. Also eine etwas kürzere Folge, die nächste Folge. Aber ja, ich meine, es eilt ja nicht. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, ne? Und ja, das war's dann auch hier für diese Folge. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr großartig zu zeigen. Vielleicht die Mannschaft nochmal, gab ein paar Entwicklungen. Bakker ist um einen Punkt hoch, Pieper um einen Punkt hoch, Krüger um einen Punkt hoch und auch Christians um einen Punkt hoch. Und ich glaube Florentino auch. Ich glaube, der hatte auch nur eine 78 zu Beginn der Folge. Also ja, wenn das so weitergeht, haben wir vielleicht noch den ein oder anderen weiteren 80-Plus-Spieler zu Beginn der nächsten Saison, also dass sich hier die meisten Spieler vielleicht noch um einen Punkt verbessern in jetzt noch, was sind das noch, ja, 8 Spielen, ist gar nicht so ausgeschlossen, also würde ich denen schon zutrauen. Und ja, wie gesagt, das war's auch hier von dieser Folge, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.